Und dann geht's los, go! Hallo, hallo! Ist jetzt schon Aufnahme. Ja. Leute, ich weiß nicht, ob man das sieht, wir machen jetzt ein mega kurzes Wettessen und Renke braucht einfach 5 Jahre. Guckt euch das an! Weil Renke so ein fucking Slow-Ass ist, ey. Wir machen jetzt ein mega kurzes Wettessen um den Namen von Schöpfen. Du schwitzt einfach so, dass... Ich schwitze gar nicht. Ihhh, weg! Wir machen, also jeder hat sich einen ausgesucht, ich bin für Sums rum. Ich nehme Nighthawk. Nighthawk. Und wer schneller dieses Ding auch ist, der darf dann entscheiden, wie es heißt. Okay. Warte, bist du ready? Ja, ich verstumm mich gleich dran. Ey. Wie macht man das denn? Einfach? Okay, auf die Plätze, fertig, los. Ein runterschlucken. Mhm. Ich mag das gar nicht, ja. Ey Gottes. Ja. Ich will so viel lachen. Wir müssen diese so klatschen einfügen. Ah, Leute, okay. Alter. Ich mag, ohne Scheiß, ich mag Nögerküsse gar nicht. Ich mag nur diese weißen eigentlich. Und die kleinen. Mhm. Kein was langweilig gewesen. Hoffentlich ist da kein Gelatine drin, also, aber nee, ich glaube nicht. Alter. Okay. Alter. Sums rum. Sums rum. Komm, Renke. Spock. Okay. So. Okay. Müssen wir noch kurz säubern. Machen wir mit kleinen Schramm auch, ne? Und rum wieder groß. Mhm. Mit Doppel-M? Guck mal nach. Aber ich glaub schon. Luke Usener hat das vorgeschlagen. Genau. Vielleicht war es gar nicht mal ein Name, der vorgeschlagen war, sondern einfach nur Kommentar, was. Nein, actually kenne ich Luke wirklich. Und ja. Er wollte das Zeug. Und ich fand den Namen aber auch am besten von denen, die vorgeschlagen wurden. Sums Rums mit einem M dann, ne? Mit S? Ich dachte Sums rum, ne? Ach, warte. Sums, ach so. Ach, ich Sums. Clean, Leute. Ah, warte. I see what you did there. Sums. So. Gosh, machen wir schon erstmal einen halben Part einfach nur um dieses. Ja. Sorry, dass wir jetzt Zeit damit gering haben. Warum ist da unten nicht das, dieses, Touchpad nehmen, aber. Kaputt auf Maus. Ich meine, dass wir sehen, wie weit wir schon gedüngt sind. So? So ist gut, ne? Oh, ich hab noch hier. Ja, Sums rum. Wahrscheinlich werden wir es eh nicht so ultra lang benutzen. Weil wir hier spielen. Hä? Mach das doch mal klein und zuletzt mal hatten wir doch unten so eine Anzeige. Ja. Mach doch das Ding klein. So runterziehen. Ah, I see. Ja. Ein bisschen kleiner. Sonst sieht man das ja. Warum haben wir das jetzt die ganze Zeit? Alles ist gut, Renke. Alles ist gut. War das nicht wegmachen. Jetzt spielen wir einfach. Ist gut. Ja. Holy shit. Okay. So, wo waren wir überhaupt? Das ist schon wieder ein bisschen näher. Sums rum haben wir und wir gucken erstmal kurz an, was der so für Sachen hat, Alter. Mir hängt gefühlt dieser ganze scheiß Negakuss noch Angst. Mild. Ich weiß gar nicht, was mild ist. Adrenalin ist gut. Steigert Angriff bei Schadensproblem ist geil. Wir wissen halt noch nicht, ob wir das wirklich auch in unserem Endteam haben, aber wir haben es jetzt erstmal. I don't think so. Das ist ein cooles Pokémon auf jeden Fall. Ja. Wir müssen eigentlich nochmal healen gehen, aber nee, ich würde sagen, wir trainieren das jetzt noch nicht so. Oh, ey, wir waren gerade auf zur Stadt in die nächste Dings, um was zu machen? Ich nix, wie ist denn? Nein, obwohl, das war gar nicht so schlecht. Ach stimmt, hier waren diese crazy Schwalbinis, die einfach uns fast getötet haben. Und Habitax und so shit. Obwohl, das Schwalbini ist nicht so strong. Ah, okay, Energiefokus. Ah. Pumpen die einfach auf. Kannst du mir noch was einschenken, bitte? Wir sind gerade im Videorenkel, wir trinken noch jetzt nichts. Klar, Mann. Haben wir gerade gemisst, unser Tackle? Ja. Hatten, glaube ich, eine 5%ige Chance zu missen. Und wir haben einfach failed. Fails and bails. Aber er ist genauso behindert, er aktiviert einfach nochmal Energiefokus. Aber hey, kann man mal machen, ne? Ja, Leute, wisst ihr, was wir gerade gemacht haben? Wir haben gerade, wir machen mal Schleichwerbung, Teutonia. Wir werden dafür auch bezahlt. Wir waren gerade Teutonia kaufen, ein bisschen weiter weg in Eifernbüchen. Stock des Lebens. Wir wohnen in Langhagen. Und ich habe meine Oma und Opa gestern oder heute, ich habe vergessen, auf jeden Fall habe ich sie zum Flughafen gebracht und deswegen habe ich jetzt ihr Auto für eine Woche. Sonst habe ich immer mit Familienauto nur gefahren und bin mit dem gefahren. Das ist schon ein bisschen älter, ein bisschen klapprig vielleicht auch. Ja. Auf jeden Fall, mitten auf der Autobahn fängt es an zu piepen
Und überall steht auf den Anzeigen Stopp, Stopp, Bremse defekt und ESP außer Dings. ABS, ESP, alles war kaputt. Digga, wir hatten Schock des Lebens. Wir hatten so Schiss, und dann habe ich erstmal geguckt, ob Bremse noch geht. Aber alles noch okay, also war ich komplett kaputt. Es steht einfach, Bremssysteme sind defekt. Auf der Auswahl, ich hatte richtig Schiss. Und dann sind wir aber einfach weitergegangen. Aber ich bin komischerweise echt total gechillt geblieben, ich weiß gar nicht warum. Keine Ahnung, dann, weiß ich nicht. Ich hatte schon wirklich, ehrlich gesagt, ein bisschen Schiss. Aber wir sind dann weitergefahren, weil es eh nicht mehr so weit war. Und dann habe ich einmal den Motor aus- und angemacht. Und dann war alles wieder weg, also es war nur ein Elektronikproblem. Ah, holy shit, ey. Das war pretty funny, actually. Oh, too good. Ich bin schon wieder gegen einen mit 5 Dings, aber alle Level 2, wa? Ja, aber bringt mehr, als wenn es ein Vierer oder was wäre, ne? Ja. Und Leute, die jetzt hier zugucken bei Renke, ne? Schreibt einfach mal weiter in die Kommentare, was ihr für Pokémon am liebsten haben wollt. Weil wir sind uns immer noch unsicher. Ja, Max, ich glaube, eins haben wir schon gefunden. Du weißt es nicht mehr, aber wir haben eins. Ah, genau. Genau, das wollte ich jetzt erzählen. Wir können das ja ruhig erzählen. Wir haben, das habe ich vorgeschlagen. Oder Renke ist ja. Warum flüstere ich dann? Ich wollte vielleicht, dass ein bisschen Spannung ist. Ja, nee, aber ich wollte jetzt erstmal was erklären. Wir wollten nochmal. Jeder von uns sucht sich ein Pokémon aus. Achso, ja. Ich brauche gar nicht so laut reden, ne? Jeder von uns. Nein, musst du gar nicht! Jeder von uns sucht sich ein Pokémon aus. Das heißt, zwei Pokémon sind schon gebucht sozusagen. Und die anderen vier dürft ihr euch aussuchen. Ja. Also wir wissen noch nicht so genau, wie ihr es macht. Ihr könnt mal Vorschläge einfach immer unter die Kommentare schreiben. Vielleicht machen wir aber auch ein Video, wo ihr wirklich mal vorschlagen müsst und dann entscheiden wir uns für die anderen vier. Ich weiß schon, was ich für mein Pokémon auswähle. Mhm. Sagen wir jetzt einfach noch nicht, ne? Mhm. Außer man hat den scheiß Flüstern gehört. Und Renke weiß nicht, ob er... Carpador! Spaß. Carpador. Ich habe neulich so ein richtig cooles Video gesehen. Ja? Jetzt zeige ich dir nachher mal. Mit Carpador, wie... Er wird in so einem Pokémon Store nicht gekauft. Ist dann so richtig wütend und stalkt dann immer das Mädchen, was sie nicht gekauft hätten. Einfach nur so treu wie egal. Ich habe, als ich vor ein paar Tagen, ne, vor ein paar Wochen hatte ich Hard Gold durchgespielt. Und da war ich einfach so, war ich auf so einem Trainer, aber war ich auf so einem, in so einem Gebiet. Ich war so Level 50 oder sowas, ne? Und oh mein Gott, hol dir das. Level 50 war ich. Und krank. Ich komme einfach zu so einem Trainer. Er hat so richtig schwache Pokémon, ne? Aber so, ein Goldini, auch Level 45 oder sowas. Und plötzlich wechselt er ein Carpador Level 65. Klar, ich dachte so, was okay. Konnte er so Platsche? Ja, er konnte Dreschflegel auch, glaube ich, sogar. Nein. Und Tackle. Hat aber wahrscheinlich nicht viel gebracht, oder? Nee, aber war trotzdem auch crazy. Einfach so schwache Pokémon auf einmal so 65, aber einfach viel höher als ich auch. Richtig crazy. Hä, warum bist du da jetzt rumgelaufen im Gras? Lass doch Dings rausfordern. Ja. Wir haben noch das war so. Oder 8. Ja, wir sind sowieso in der Stadt. Ja, aber fordere erstmal Trainer raus. Der ist kein Trainer. Also der ich kenne das. Das ist bei Diamant auch so. Guck, manche erscheinen nur bei Tag, manche nur bei Nacht. Das kenne ich noch. Das ist, wie hieß sie, Yuna? Lucia. Hi, Rax. Raxenmenke, fängst du Pokémon? Wir haben schon hier jetzt Sumsrum. Ja. Summs ein bisschen rum. Jo, der Opa sieht cool aus mit seinem weißen Mantel. Ah. Ist das jetzt die böse Stadt, wo wir erstmal Kontakt haben? Schon, ja, ne? Mit dem Bösen? Oder? Weiß ich nicht. Was? Geht's Mann, wie konntet ihr das wissen? Habt ihr meine Identität als Agent? Der internationalen Polizei. Interessant. Wie bitte? Was haben sie gesagt? Nein. Ich wollte nur etwas plaudern. Aha, eine normale Plauderei soll das also sein. Wollen wir es eigentlich, war es jetzt mit vorlesen oder nicht? Mach das doch, der ich hab sofort erkannt, dass sich meine Person von der Masse abhebt. Genau, er hebt sich von der Masse ab. Mhm. Also den kenne ich auch gar nicht aus dem, also das gibt es in meinem Spiel ja nicht, ne? Elite, er ist sogar Elite der internationalen Polizei. Oh, der hat auch eine Pistole dabei? Ist das fucking Pokémon? Ich weiß ja nicht. Er hat eine Pistole. Lebellen heißt. Vielleicht hat er eine Pistole, mit der seine Pokébälle so. Sei kein Dieb, zufällig bekannt. Ja. Warum sagt man das? Ich weiß nicht, sag kein Dieb, kann ich nicht als Redewendung. Kriminelle, die andere Pokémon stehlen. Verdächtige Subjekte auswendig zu finden. Und meinem Genie. Hey, vielleicht ist das wirklich jetzt schon der erste Kontakt mit dem Bösen danach, also nicht mit ihm jetzt. Ach so, er gibt uns einen. Okay, interessant.
Heißt noch Klaue oder so, bei diesem Gamecube-Spiel. Ja, ja. Krallball. Der war cool, das war bei, warte. Colosseum. Colosseum. Lebelle heißt der. Lebelle. Das ist französisch. Solange ich im Dienst bin, dürft ihr mir keine sehen mehr schon. Was ist das für ein komischer Typ? Und wie lange redet er einfach? Digga, laber mir kein... Das war ein internationaler Superspion, Elite-Spion. Eine ziemliche Herausforderung ist, ja. Oh mein Gott. Die Trainerschule. Oh Menge. So, endlich, danke. Heißt Trainerschule Arena? Nee. Dann kann man es so. Siblings. Ja. Können wir da unten auch hin? Später mal? Oder noch wird der gerade blockiert? Was ist denn da unten eigentlich? Ja, das ist. Aber bringt uns nichts. Das ist so, Wi-Fi ist das, ja. Was oben? Oben ist Tauschen, unten ist Wi-Fi. Also Wi-Fi ist online, oben ist drahtlos Netzwerk. Dings da, you know. Sollen wir hier mal kurz rein? Bist du Trainerschule gegangen? Mhm. Wo ist Menke? Wer ist Menke? Ja, das Paket übergeben wir. Und ach, guck mal. Von der Mutter, genau. Und was ist das? Klasse, das ist eine Karte. Oh, wieso sind da gleich zwei Karten? Ich finde ja klasse, aber ich brauche nur eine. Hm, warum sind da bloß zwei Karten drin? Man weiß es nicht. Wenn ich die Karte so betrachte, werde ich als nächstes wohl nach Erzling gehen. Dort gibt es eine Arena. Jetzt wissen wir, wo die erste Arena ist. Genau. Lass mir gleich mal hinterherlaufen. Na. Man sieht dich. Hast du gesehen, was er gesagt hat? Er denkt, er wird der beste Trainer sein. Das ist ein Pokéball. Ja, warte ganz kurz. Ich werde uns immer kurz was gucken, okay. Ich wollte kurz das Level haben, weil da sind links nämlich zwei Trainer. Das ist ein Pokéball. Ja. X-Angriff. Das ist aber immer nur für einen Innenkampf, ne? Ja. In the Fighter. Ist das ein Kämpfer? Ja. Das ist beides. Weil du gesagt hast, links inzwischen. Rechts. Haben wir natürlich gemeint. Abra? Holy shit. Das sieht crazy aus irgendwie. Wenn wir jetzt Colosseum so spielen würden, würden wir uns das krallen. Giftgrün oder so ist es, ne? Junge, was macht er denn da? Was habe ich gemacht? Er hat X-Angriff eingesetzt. Aber ich meine, es bringt bei einem Apa eigentlich nicht viel, weil Apa eigentlich keinen Angriff braucht. Ich mache jetzt Tickle. Oh, Volltreffer. Nee, man hat immer noch ein. Also, ist egal eigentlich. Macht gar nicht mal so krass. Vielleicht hat er es einfach nur gemacht, weil wir das finden. Dass wir sehen, dass das in Fight aktiviert wird. Ja, kann das sein. Und der andere macht wahrscheinlich X-Defense oder so. Nice. Ja, maybe. Oh, Alter. Oha. What the fuck? Übertreibt natürlich. Hätte mit Sums rum rangehen sollen. Er übertreibt wieder. Mehr mit Level 4. Lasse. Er hat Level 7 Kalabra. Mhm. Okay, Kraftreserve. Das sieht grasmäßig aus, ne? Ja. Metralleffektiv. Wir können kein Gras-Typ sein. Oder? Gras gegen Gras ist, glaube ich, uneffektiv, ja. Achso, sieht man bei Kraftreserve was für ein Dings? Weiß ich nicht, habe ich gedacht. Das sieht so, sah ein bisschen so aus. Ich glaube, es sieht immer so aus. Oder glaubst du? Achso. Ich weiß nicht. Leute, wenn ihr es wisst, schreibt mir in die Kommentare. Ob man sieht. Aber weiß ich nicht, ob man sieht, normalerweise eigentlich nicht, glaube ich, aber. Weiß ich nicht. Habe ich jetzt gedacht, das könnte sein. Ich habe gerade das physische Attacken ein bisschen mehr Schaden machen, aber irgendwie auch nicht wirklich. Deswegen mache ich lieber Absorber und hole mir noch ein paar Leben zurück. Kriegen wir ein Two-Shot mit Dings? Weiß nicht. Ja. Oder? Ja, aber. Ja. War schon strong jetzt hier, ne? Ja. Aber ich meine, wir sind fucking so viel Kopfhörer. Und wir haben auch noch Sums rum in der Hinterhand. Nein! Digga, was ist das? Tekke hätte gekillt. Ja, ich glaube. Aber wir machen trotzdem nochmal Dings. Ja. Aber Leute, nochmal kurz zu dem Kommentar. Wir haben jetzt auch rausgefunden, dass man bei dem Wahrheitsufer alle Starter-Pokémon oder beziehungsweise einen Teil der Starter-Pokémon fangen kann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, man spielt jedes Spiel mit den Starter-Pokémon durch und die sind ein bisschen ausgenudelt. Deswegen werden wir Rufikopter auch irgendwann wegschmeißen. Ja. Einfach nur spielen. Wir werden Freilassen. Ja! Entwicklung? Ab wann? 15, 13? 15? 13. Holy shit, das war gut. Gehen wir erst heilen, bevor wir gegen Larissa spielen? Larissa? Ja. Würde ich sagen. Nehmt der Hammer. Und die hier mit den schwarzen Käppis und so, das ist einfach der Durchschnittstrainer. Das sind gar nicht böse, ne? Nee. Ich bin gespannt auf die bösen Outfits. Oh ja. Aber ich fand ganz ehrlich den Boss. Ich fand das Boss-Outfit einfach schon geil. Welches Boss? Der Gegner. Dem gegnerischen Boss sind wir doch schon begegnet. Der hat doch diesen. Ja, das war die Kampf. Genau, die Kampf-Koryphäe war das eigentlich. Die Kampf-Koryphäe heißt Victor.
Also da der seine Legendaries in diesem See versteckt hat. Genau, der heißt Cyrus an sich. Im Spiel heißt er richtig Cyrus, aber er hatte den Sprite von Victor. Ja. Kämpfen wir gegen Larissa. Ich hab jetzt auf Diamant habe ich Victor, also im Trainerturm, beide besiegt, beide Stufen, den ersten und den schweren. Ich habe einfach, ich glaube, eine Siegesfolge von 59 Kämpfen in Folge bisher. Und ich habe noch nicht verloren. Alias Lotte, nicht Larissa. Da, oha, da hat sie auch noch Dings-Trassel-Entwicklung, ne? Wie heißt sie? Möglicherweise. Kirlia. Und die Endentwicklung ist Gardevoir. Ja, Gardevoir ist geil. Das ist crazy. Hat in der neuen Edition in X und Y den Feen-Typ erhalten. Und eine Mega-Entwicklung. Hat auch, ich glaube, Kraftreserve sieht man gleich. Ja, ist auch grün. Also, war, glaube ich, scheißegal. Kill. Kraftreserve hat jetzt auch in den neuen Spielen negativen Boost bekommen. Also schlechter genervt, genau. Normalerweise konnte die Kraftreserve bis zu einer Stufe von, ich glaube, 70 haben. Mhm. Jetzt mittlerweile nur noch 60. Und festgelegt auf 60. In den anderen Spielen konnte man halt, kommt es von den DVs auch abhängig, wie viel die Stärke ist. Okay. Also kann von 40 bis 60 oder sowas haben, 70 haben und jetzt ist 60 festgelegt. Hat natürlich den Vorteil, es gibt keine schwächeren Kraftreserven, aber hat auch den Vorteil, sie ist 10 Punkte schwächer. Oh. Digga, guck mal, wie wir die Schaden machen. Ich mach Tackle. Ich probiere mal, aber. Okay. Hier ist es sogar wirklich worth it. Vielleicht sollen wir jetzt aber trotzdem zwei Kraftreserven oder eine, weil ich weiß nicht, ob ein Tackle. Ich brauche mein Handy, kurze Leute. Nee, nicht werfen. Ich wollte doch aufs Bett werfen. Mach erstmal nochmal einen Tackle. Mhm. Weil vielleicht reicht schon, aber ich glaube nicht. Oh, geil. Min Max. Tackle ist deutlich stronger. Ja, aber nur weil er speziell defensiv ausgelegt ist, also der ist halt speziell. Aber eben bei Dings hat er auch bei Kadabra und so. Oh, geil, Rasierblatt. Nice. Das bringt schon richtig Dings. Ja. Wenn wir Entwicklung vor erster Reden haben, wäre richtig gut, oder? Machen wir auch, ganz sicher. Kriegen wir sowieso. Also schaffen wir und müssen wir. Du siehst platt. Seh dann, wirklich von gestern, wir haben einen Tag geübt und keine Chance, den YouTube mit. Hä? Wusstest du, dass du jetzt nochmal mit ihm reden musst oder warum? Hatte ich doch gerade gesagt, rede nochmal mit meinem Ding. Achso, ich hab nicht gelesen. Eigentlich haben wir in den Diamantspielen haben wir die Kraftreserve bekommen. Wollen wir nicht mit den. Nein, die labern nur Bullshit. Der Lehrerin reden oder? Die labern nur Bullshit. Wir brauchen gar nicht, wir sind voll. So, dann hoffe ich mal, dass auf die nächsten Routen kommen nochmal ein paar coole Pokémon. Ja. Wir können jetzt nochmal kurz in der Stadt umgucken und dann ist die Folge aber schon fast wieder zu Ende. Ja, würde ich sagen, dann machen wir die nächste Route dann in der nächsten Folge. Ne? Machen wir. Fuck, weißt du, was du vergessen hast? Ne? Schwalbini einzublenden, du Vogel. Oh, mach mal jetzt. Ja, oh Leute. Zwei. Ja, ich guck gerade hier, wo zwei ist. Ja, wir haben vergessen. Der muss weg. Ring ist bad, aber. Ja, sorry. Spaß. Ist das jetzt der. Ne, wir kriegen Poketch. Was ist Poketch? Poketch. Poketch. Das ist die Uhr. Wir müssen drei Clowns in die Uhr. Das machen wir jetzt noch. Ja, ich kenne das. Wir müssen mal fragen. Oh lol, die gibt grün aus. Das ist der erste Clown. Hallo, ich bin ein Clown der Poketch. Ich habe eine Frage für dich. Wird dein Pokémon durch Kämpfe und Erfahrung stärker? Nein. Spaß. Nein, wir wollen den Poketch ja haben. Ja. Was ist das denn? Manche entwickeln sich. Die Uhr ist das. Siehst du gleich. Was ist eine Uhr? Coupon Number Uno. Ja, den machen wir jetzt noch schnell fertig und dann zeige ich dir. Haben wir mehrere Chancen? Wenn man falsch beantwortet, hat man noch eine Chance? Dann muss man das Spiel nur anfangen. Nein, du Labe. Wie die aussehen, voll crazy. Mit wo steht er vor hier? Einkaufszentrum? Ne, das ist so ein. So ein. Jubelstadt TV heißt das, also TV-mäßig. Ja? Du hast nicht der Reihenfolge gemacht. Ne, ich weiß. Ja, okay, Leute, wir haben jetzt ein bisschen verspätet Schwalbini erst. Eingeblendet, aber ich meine, es verkraftet. Dieses Häuschen können wir auch nicht nutzen, weil das ist nämlich. Wusstest du jetzt, wo die alle sind, oder hast du einfach bis rumgerannt? Ich kenne das noch. Diamant sind die genau da. Auch. Okay. Jetzt müssen wir zum. Und eine Sache weiß ich auch noch. Jetzt müssen wir zum alten Mann zurück. Nee, noch nicht. Ist das cheaten, wenn du immer schon weißt, was du machen willst? Achso, Angel. Oh, hätten wir jetzt schon super Angel, ne? Weißt du noch? Ja, aber man kann mit anderen gelesen, dass man dafür 78er schon fangen kann. Ja. Ich sage nein und er macht trotzdem. Also ich hasse dieses Spiel. Aber der Skin vom Aufpasser da. Ja, Police ist richtig einfach schwarz. So eng. Er ist so Stripper Police. Kennst du diese hautenge Sachen angezogen? Nein, so oder mit so einer Peitsche so. Englische Polizisten sehen wirklich so aus. Du warst ein böser Junge. So was dann. Okay, gut, dass wir die Folge so schön beenden.
Das ist der Poketch. Ja, und was bringt das? Das ist eine Uhr, da gibt's. Guck mal, ich zeig dir kurz, warte. Ich kenne das gar nicht. Da kann man. Kriegt man nochmal neue Features dazu und da gibt's halt sowas wie. Ist das jetzt immer da rechts oder was? Unser Team kann man hier sehen. Toll. Unsere, so ein Schrittzähler. Toll. Ein Rechner. Kannst du 2 mal 3 ist gleich 6. Ah, scheiße, Alter. Funktioniert aber, das es, aber man kann keine Wurzel ziehen, das ist scheiße. Ach so. Weil das bei Pokémon-Spielen auch brauchen, ne? Aber es gibt auch noch mehr. Stell dir vor, man muss immer was rechnen, man startet Pokémon dafür. Lol. Mach mal Mathe-Hausaufgaben. Lol. Hä, und ist das jetzt einmal rechts? Was war da vor rechts? Da war nur so ein Pokéball-Bullshit, so richtig gay. Ja, Leute, dann würde ich sagen, war es das erstmal wieder. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wie es heißt Pokémon Bloody Platin mit dem Moksha LP und den Berkshire Brothers. Und ja, schaltet mal wieder ein, ne? Haut rein, Leute. Tschö, bitte. Tschö.